Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Letters 19 aus Bella Italia. Auf dem Weg von Luigi zum Feld. Ich habe jetzt mal den Glasliner für 1000 abgeholt. Der neue große Schwader von Francesco, den er ja gekauft hatte. Er wollte eigentlich, also ursprünglich sagte er zu mir, er wollte nur einen kleinen, also zwei Kreisel. Ich weiß nicht, warum er jetzt einen vier Kreisel gekauft hat. Stört mich aber nicht. Also für mich ist es so, ich bekomme mehr Fläche fertig, sage ich jetzt mal. Und da bin ich mal gespannt. Also ich werde da jetzt, hoffentlich muss ich ihn jetzt nicht gleich abtanken, sondern kann erstmal vielleicht das Vorgewende schon mal schwaden. Und das Ganze hier mal ausprobieren, ob der Lamborghini das überhaupt schafft, etc. Sollte aber eigentlich. Also eigentlich sollte der Lamborghini das schon schaffen. Das ist eine Biogasanlage. Ich habe vorhin schon gefragt, was das ist. Hä? Gerade einer gepupt? Er meint ja wohl hoffentlich nie mich, ne? Ich stehe an der Schranke und der hupt mich erstmal. Das ist so. Das macht Sinn. Wobei, wenn ich jetzt abtanke, ist eigentlich richtig rum. Ich glaube, ich tanke ihn gleich erstmal ab. Und fange dann an zu schwaden. So, bei Schwaden machen wir sowieso direkt von der Einfahrt aus, also von hier. Ne, ich tanke ihn erstmal ab. Komm, der dreht gerade eh. Kann ich mich mal beeilen und dann sollte ich ihn noch einmal leer kriegen. Und dann hat er genug Zeit, da den kleinen Rest zu machen. Und ich bereite das vor. Dann kann man nämlich mit der Presse beigehen, kann das Ganze pressen, aufsammeln und dann ist auch schon, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir das aktuell? 14 Uhr schon. Ich hätte echt gedacht, wir schaffen am heutigen Tag ein bisschen mehr. Also pressen und Ballen bergen, das wird aber jetzt nochmal eine Herausforderung hier. So, da bin ich mal gespannt. Wie kriege ich den Tempomaten? Nicht runtergeregelt, ne? So, fahren wir die Bahn wieder mit zum Ende. Ja, der Rest sollte eigentlich reinpassen, so viel ist das ja nicht mehr. Muss ich eigentlich nochmal abtanken? Abfahren? Nee. Nee, noch lasse ich's. So. Gott, lass ich dich hier stehen. Die Bahnen hier sind eigentlich schon perfekt von der Breite her. Aber ich werde die trotzdem nicht. Ich schwader das ganze Feld nochmal. So haben wir überall gleichmäßig, oder hoffentlich gleichmäßig. Hier am Anfang wird es ein bisschen enger, denke ich mal, von den Bahnen. Wenn wir hier deutlich enger mit dem Stroh liegen. Das war ja noch das, was der Case gemacht hat. Sind wir mal gespannt. So. Ach ja, Mist, der Schneidwerkswagen steht da direkt drauf, ne?
Kriege ich den ein Stückchen zur Seite? So. Weil eigentlich würde ich schon sagen, man, ich sollte vielleicht auf dem Acker anfangen, sonst schmeißt er mir die Dinger immer so komisch. So. Erstmal völlig daneben. So, passt. Ich hoffe, der kriegt da oben jetzt die Kurve. Aber so ist auf jeden Fall mit der Presse gleich effizienter. Weil wenn ich jetzt so gepresst hätte, wie es lag, hätte ich viel mehr kurbeln müssen. Gerade auf den Bahnen vom Case hier. Na, die kleinen Reste kriege ich gleich, wenn ich die Längsbahn mache, mit. Und hier den Rest auch, das sieht gut aus. Gucken wir mal, dass er hier die Kurve kriegt. Na, Lamborghini doch ein bisschen schwacher. Na, jetzt kriegt das hin. Ich hoffe mal, dass dass Francesco einen vernünftigen Schlepper für die Presse mitbestellt hat und nicht sich jetzt überlegt, mit seinem Case das zu machen. Könnte nämlich auch nochmal ein bisschen interessant werden, wenn er hier versucht, mit dem Case und eine große Big Baller zu ziehen. Bin gespannt. Der Lamborghini hier nämlich schon an der Grenze ist. Ich weiß nicht, ob der Case unbedingt so eine riesige Big Baller schafft. Egal. Hauptsache der Acker ist jetzt erstmal hier vorbereitet. Hey, Francesco vorhin schon auch schon Bescheid gesagt, dass er dem Lohner sagen kann, dass er die Big Baller jetzt demnächst abholt. Weil wir sind ja hier eh fast durch. Er macht da ja noch die letzten Meter. Ich schwade hier schon mal. Also theoretisch ab jetzt könnte die Ballenpresse auch kommen. Die könnte mir hinterherfahren. Ich denke mal gleich bei den Längsbahnen, wenn ich die jetzt hier zusammenschwade. Ich glaube, die von dem neuen Drescher. Da kriege ich vielleicht zwei zusammen. Machen wir aus zwei einer. Und bei dem Case-Bahn, da fahre ich einfach rein und guck mal, wie viel er da zusammenkriegt. Die letzte, das hier hinten, wo ich vorhin noch das Vorgewende gefahren hatte, da werde ich, denke ich mal, auch nochmal die beiden zusammenpacken. Dann haben wir eine große, also da eine, hier eine, dann das zweite Mal außenrum. Nein, nein, geh weg. Dein Ernst. Dann warten wir mal, bis er fertig ist. Er ist fertig. Was hupst du mich an? Bist du doof? Kannst auch fahren. Komische Leute hier.
Erst gucken, hupen und weiterfahren. Alles klar. Sind wir die Richtigen. So. Sind wir hier schon einmal rum? Das ist ganz gut. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mal... Ja, ich ziehe gerade so. Machen wir. Genau, ziehen wir die jetzt auch noch mal rum. Und machen dann die Längsbahn, dann passt das genau. Läuft. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt die tatsächlich das Vorgewende auf der Seite schon mal mache. Also die Bahn jetzt hier auch noch. Aber alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt erst die Längsbahn da unten und dann hier nochmal rum. Ich fahre auch jetzt da hinten gleich einmal komplett rum. Auch wenn ich ja nicht das Vorgewende einmal rum habe. Die beiden großen Bahnen. Mache ich das trotzdem. So, dass man mit der Presse dann vernünftig in einer Bahn rum kann. So, nehmen wir das mit, was wir hier noch haben. Ja, das passt. So, da vorne, wo es dann aufhört, da fahre ich einfach weiter und mache dann noch eine Bahn jetzt drumherum. Also fahre die Bahn einfach weiter. Und da muss ich mich noch unbedingt um diese Wiese kümmern, um das Heu, was da ist. Also irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal wende. Ob sich es vielleicht nochmal lohnt, da nochmal mit dem Wender drüber zu fahren. Ich weiß es nicht, weil irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass mir Minimum zwei Drittel fast schon von dem Heu flöten gegangen ist. Oder von dem potenziellen Heu. Und das, obwohl es nicht geregnet, es hat weder geregnet, noch war es kalt, noch war es nass. Also ich habe keine Ahnung, wo das hin sein soll. Es ist gerade so ein bisschen ärgerlich, also. Ich habe jetzt Francesco auch noch nichts davon gesagt, weil ich mir erstmal noch die Wiese nochmal angucken wollte. Sobald wir jetzt hier durch sind. Aber irgendwie ist schon ein bisschen komisch. So, das passt. Genau, jetzt machen wir das hier auch noch bis da vorne hin. Und dann kümmere ich mich mal um diese Pacebahn. Der Drescher ist auf jeden Fall heute fertig. Das ist auch gut. Erster Acker nach zwei Wochen fertig. Geil. Haben wir nur noch ein paar vor uns. Gott sei Dank sind nicht alle auf einen Schlag erntereif. So, ziehen wir die hier gerade. Ja, nehmen wir die drei. Das passt gerade ganz gut. Als Bahn. Und dann mache ich jetzt einfach mal hier aus der Mitte raus. Das passt schon. Kriege ich vier Bahnen in den Rhein? Nee, bleibt bei drei. Okay, machen wir drei zu einer. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, für euch soll es das für heute aber schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt,
Bis zum nächsten Mal.